Willkommen zurück. Hi. Und wir müssen natürlich auch direkt erstmal wieder die den Uhr Timer einstellen. Mhm. Oh, er ist schon bestellt. Wir drücken auf Start von letzter Folge noch, auf 20 Minuten. Und ja, wir haben letztens diesen Text hier wunderschön gesehen und beginnen dementsprechend gleich weiter mit der Audiodatei, wenn es eine gibt. War das nicht eine bekannte Dame? Oder? Bin ich nicht Siegsen? Sandra Siegsen? Irgendwie sowas? Ja. Mechanismus über Brücken. Habe ich schon. Oh oh. Hol die Bewegungsmelder raus. Das ist das hier. Das ist der Bewegungsmelder. Okay. Das heißt, hier habe ich Hammer. Hier habe ich das hier. Ich hätte gern die Großaxt des Drachentöters. Okay, warte. Wir würden eine Ebenerzklinge reichen. Womit hält sie die Lampe fest? Am Kopf. Ist am Kopf. Also von wo komme ich jetzt überhaupt? Ich bin hier reingerannt. Da musst du rein. Okay. Weil da ist die Tür. Nee. Gut. Ja, ich weiß. Ich wollte nur gucken, ob ich jetzt noch irgendwas hier im Raum vergessen habe. Scheint aber nicht so. Weil das heißt, die Tür hast du jetzt aufgemacht. Mhm. Und das hast du verstecken. Das hast du verstecken, ne? Das ist schön. Nee, ne, ist ja meistens nichts drin. Aber schön ausgepolstert hier. Ich weiß, wie ich meinen nächsten Flur einrichte. Hol doch die Bewegungswelle raus, wenn du rumläufst. Wieso hau ich das Hammer raus? Ist doch nix. Ich weiß nicht, wie viel Batterie das Ding hat. Will ich nicht ganz mit dem Scheiß da hier rumlaufen. Speichern! Es fühlt sich immer noch so gut an wie beim ersten Mal. Ja. Wir haben also, übrigens, wir haben unseren ersten Tod erlebt in der letzten Folge. Das war mega cool. Wir waren auch von einem Synthetik-Spasten erwürgt. Ja. Hast eine Markierung am Rand des Warte mal. Da ist irgendwas. Von Interesse und eine Speicherfunktion. Von Interesse? Wo? Ah, hier drinnen. Hier drinnen ist etwas von innen. Nein, Schrott. Das soll von Interesse sein. Das soll jetzt von Interesse sein. Schrott! Das ist ja unglaublich. Okay, wieder raus. Ich find's mega cool, habe ich schon mal gesagt, dass die Teile dann auch wenigstens am Boden liegen bleiben. Dass nicht einfach so verschwinden. Zum Verst... Okay. Okay. Was? Ich weiß nicht. Wieso weiß, dass hier in den Kisten nichts drin ist? Guck nach, du blöde Sau. Hast du auf der Spielfigur zu beleidigen? Die hat auch Gefühle. Nein. Das ist eine Frau, hallo? Herzanziehungskraft und sowas. Entschuldigung. Nein, wir sind eigentlich nicht frauenfeindlich. Nein. Da ist voll. Okay. Okay.
ist das denn jetzt? Okay, cool. Hallo? Oh oh. Versteck dich! Halt dich vor! Wollte, kannst du den Bewegungsfeld rausholen, wenn du versteckt bist? Dein Gesichtsausdruck. Da ist noch eine Kiste, die du aufmachen kannst. Wow. Alter, was ist das für ein Geräusch? Es kommt von da. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Fuck. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich mache es. Bist du Revolver? Falscher Knopf. Oh nein, es bewegt sich scannen. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hugh. Scheiße! Erkennen Sie mich nicht? Ich hab keine Dingens. Scheiße! Scheiße! Oh fuck. Wie lade ich nochmal Batterien auf? Scheiße! Ich hab vergessen, wie man Batterien auflädt. Ich hab gerade voll der Schreck, als du geschossen hast. Ich weiß, es war. Reflex einfach nur. Du okay. Musst doch nicht auf die Ecke rum, ballerst schon. Oh mein Gott. Ich sehe gar nichts. Ja, aber. Oh oh. Hast du auch. Ich glaube, ich habe gar keine Batterien. Du hast doch noch die Leuchtfackeln. Okay. Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na. Suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Oh oh. Kannst du weitergehen und helfen? Nein. Oh mein Gott. Gott, Gott. Guten Tag, sagt die Schweinebacke. Gechillt? Ich habe nicht Zugang zum Aufzug, ohne entdeckt zu werden. Stopp! Tot? Hallo, Mr. Revolver. Miss Hammer? Wieso spackt das so rum, Alter? Alter! Wie. Achso, okay, ich dachte, er guckt gerade.
Lach auf! Was zum... Oh, Scheiße! Was? Das ist so ein Bewegungsmelder-Drecksding, glaube ich. Nein, da ist keiner! Ah! Oh! Fickt euch, ihr blöden Schwänze! Ich hab, glaube ich, so viel verpasst gerade. Oh. Ich weiß nicht. Ich rush da ja eigentlich gerade nur durch, ey. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Oh Scheiße, Alter. Okay. Coole Sache. Was? Ach so. Okay, cool. So. Ne, ich will da bleiben. Von Interesse. Okay, das sind einfach nur Speicherpunkte. Gut. Da habe ich zwei Sachen, was von Interesse ist, vergessen. Okay. Coole Sache. Oh Mann. Du willst da echt wieder runter? Nee, aber. Na Scheiße. Fuck drauf, Alter, ohne Witz, ey. Ich kann einfach nur hinter mich bringen, ey. Da vorne ist die Sevastopol, wenn ich das richtig sehe. Nein, wenn ich. Das Dreh ist heute. Immer wieder. Okay. Den habe ich gar nicht gesehen! Also ich habe null Plan, wo ich hin muss. Wirklich nicht. Ich gehe erstmal den einen Wendeltreppending da hoch. Halte ich für eine gute Idee. Habe ich keine fucking Batterien. Ach nee, warte mal, von hier komme ich doch, oder? Nee. Ethanol ist voll. Also, auch geil.
Ethanol 1, Ethanol 1. Und statt dass man einfach hier Ethanol 2 hinmacht, weißt du? Nein! Okay, hacken wir die Scheiße mal. Was ist das denn? Das daneben. Okay, ich habe hier gelesen. Hat ja letztens sehr gut geklappt. Privat. Diane Verlin hier. Captain der Torrents. Wir befördern Verträge. Achso, wir befördern Verträge. Drei Passagiere für Wayland Dutani. Sie haben die Flug. Okay, gut. Das ist das, was hier. Diane Verlin hier, Captain der Torrents. Wir befördern vertraglich drei Passagiere für Wayland Dutani. Wir haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Verlaine hier von der Torrents. Was zur Hölle war das? Sevastopol. Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie. Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lange. Ein Zubehör. Okay, das war das, was wir ausgeschickt haben. Und eine Nachricht nach der Explosion am Anfang. Oh, du scheiß Mistkerl. Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. An ausgehende Nachrichten gestoppt. War klar. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Ah, Kamera aus. Lufttraining lassen wir mal aktiv. Obwohl, nein. Ausmachen. Boah, ich höre es doch fiepen. Okay, das haben wir schon erledigt. Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen besser geschützt sein. Vor Blicken. Ja, da ist Rauch. Das ist schon mal gut. Okay. Zwei Gammelfreaks rum. Was ist jetzt die Aufgabe? Da musst du lang, wo der Pfeil hin zeigt. Übernehmen, finden Sie sie und senden Sie eine neue Interferenz. Das heißt, ich muss eigentlich nur geradeaus rein oder was? Was ist das denn? Boah, sieht das geil aus. In Simpson finden Sie Ihre Kraft. Hilfe von Anfang bis Ende. Muss einfach mit nur geradeaus rennen, wird es anscheinend nichts. Hallo, na? Ist ja irgendwie doof, der Film. Ich hatte es einmal so, anscheinend hier, als einer direkt hier dran vorbeigelaufen und hat mich nicht gesehen. Hallo! Kuckuck! Du provozierst es! Ja, ich provoziere es. Oh. Sie haben wunderschöne Augen. Was? Sie haben wunderschöne Augen. Ich glaube, er sieht mich wirklich. Nein, ich kann nicht.
Ich hab zu tun. Ich mach gar nichts. Schnauze, Handy. Alles cool. Alles cool. Aha. Nein! Mach doch nicht so eine Scheiße! Geh weg, du Affe! Verpiss dich! Keiner mag dich! Nein! Deine Arme stinken nach Scheiße! Ich beruhige mich, aber lass mich los! Das ist eine Antwort! Pass auf, du blödes Vieh! Mach dich fertig! Lauf doch weg! Niemals! Nein, der hält doch noch auf! Nein! Nimm mal das scheiß Handy aus! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ich komm hier nicht lang! Nein! Du musst ja auch... Das sind zwei, glaube ich, jetzt! Die sind beide da! Ha! Weil du in die falsche Richtung gelaufen bist, du hättest in die andere Richtung gemacht. Ja, weiß ich doch nicht! Hä? Auf der Minimap hast du... Auf der Map hast du doch gesehen, in welche Richtung du musst. Ah, okay, aber das ist ein super Zeichen für erstmal Folgenpause! Wuhuuu! Zweite Folge rum! Bullshit! Also, wie immer, alles in die Kommentare und hoffentlich, ne, sehen wir uns noch in der nächsten Folge wieder. Ah, noch ein blödes Gesicht am Ende. So.